Hallo zusammen, Leute. Mein fünfter Versuch, ein Video zu machen. Alle sind bis jetzt daran gescheitert, dass ich mich hier irgendwo in irgendwelchen Details verliere. Und dabei möchte ich doch einfach nur den Titel hier möglichst kurz, knapp, präzise vorstellen. Und das ist gar nicht so leicht, kann ich euch sagen. Es ist schwierig. Es ist echt. Es ist echt schwer. Und es ist, ich meine, wenn wir wirklich mal rauszoomen aus der Karte, dann kann man sich schon vorstellen, was das ist. Was ist das? Was denkt man sich? Ne? Das sieht aus wie so ein Obstsalat oder sowas hier. Also das ist jetzt tatsächlich die halbe Welt, die man hier sehen kann. Und ja, das ist jetzt von Haus aus alles schon spielbar. Also wer Lust hat, Indien hier in diesem Spiel zu machen, der kann sich das jetzt auch reinziehen. Aber worum geht's? Wie gesagt, ich möchte mich jetzt erstmal an Leute richten, die diesen Titel nicht so auswendig kennen, höchstens die Vorgänger, sondern die jetzt vor allem einen Überblick darüber haben wollen, was das jetzt eigentlich ist, was man hier so machen kann und worum es überhaupt geht. Also, wir haben das Mittelalter, etwa 1000 nach Christus, und es geht vor allem hier um das feudale System zwischen Vasall und Lehnsherr. Das ist ja kein Spiel, wo es darum geht, irgendwelche Länder zu erobern oder Gebiete und so oder Schlachten. Das ist alles nur Ableitung davon. Tatsächlich geht es hier in Crusader Kings darum, wie das Verhältnis ist zwischen verschiedenen Menschen. Nehmen wir jetzt beispielsweise irgendeinen Vasall raus hier von der Insel hier. Sagen wir mal Desmond, ja, der Teil. Das ist ein gewisser Graf Earl Edith. Ja, dieser Graf, dem geht es wahrscheinlich ganz gut, aber seine Frau, die sieht vielleicht... Oh, die sieht aber übel aus, also meine Güte. Jedenfalls, dieser Graf, dem gehört jetzt das Land, der verwaltet das. Aber der hat einen Lehnsherr, dem er Rechenschaft schuldig ist. Genauer gesagt, eine Frau, eine Herzogin. Und die wiederum hat einen Lehnsherr, das ist dann der König von Irland in diesem Fall. Und der wiederum hat jemanden, das bin jetzt ich. Kaiser Pedre Imundrusson von Britannien. Guten Tag. 32 Jahre jung, war auf Pilgerreise, ein aufstrebender Schwertmeister, recht intelligent und leichtsinnig, dabei ein fähiger Taktiker und tapfer, gesellig, fleißig, ehrgeizig. Das sind alles hervorragende Qualitäten für einen Anführer. Schaut euch mal dieses Gesicht an. Ja, das ist einfach nur der pure Machtwille da in seinen Augen und seine, ich sag mal, angeheiratete Dame hier aus fernen Landen, das ist Franzosin, ja, die ist auch, die, mit der lässt sich auch nicht spaßen. Das Spiel basiert jetzt darauf, dass dieser dieser Earl Edith, dass der jetzt hier machen kann, was er will, also auch zum Beispiel Krieg führen mit anderen Parteien, das machen jetzt hier die Vasallen gerade. Ja, das kann mir aber egal sein als oberster Anführer von allen, solange das nicht meinen Thron so... sagen wir mal, gefährdet. Und das ist jetzt hier Britannien, darüber bin ich jetzt Kaiser. Und das Spiel macht jetzt auch deswegen, also das Besondere ist jetzt auch daran, dass je größer das eigene Reich wird, was man jetzt hier ausbauen kann, desto schwieriger wird das Spiel teilweise, wenn man nicht aufpasst. Also normalerweise ist es so, je mehr Land man hat, je mehr größer es wird, desto mehr Steuern macht man oder desto mehr Soldaten kann man haben, aber... Das ist alles wahr, doch die eigenen Vasallen werden dann mehr und mehr ein Problem. Und hier, wenn wir mal unter Fraktionen gucken, entwickelt sich so langsam ein Problem. Eine Freiheitsfraktion, die eine niedrigere Lehnsautorität will, bestehend aus 7 Mitgliedern meiner Vasallen, ja, die haben sich zusammengeschlossen und die haben inzwischen eine 64-prozentige Stärke meines Militärs. Ich habe ungefähr 14.000 Mann und die haben... Ja, die haben inzwischen auch einige und da muss ich aufpassen, dass das hier nicht eskaliert und dass die mich dann absetzen oder das oder solche Sachen. Und das ist jetzt auch das Besondere an dem Titel, dass man hier eben sehr auf die Beziehung zu anderen Menschen achten muss. Und das können wir uns mal jetzt zum Beispiel an unserem Rat hier vorstellen. Jeder Graf, jeder Kaiser, jeder König hat einen eigenen Rat und da ist beispielsweise meine Frau drin, die hilft mir damit, die Verwaltung zu verbessern. Oder wir haben einen Priester, der mich wirklich, wirklich sehr gut leiden kann. Und der erhöht gerade meine Frömmigkeit, indem er die religiösen Beziehungen verbessert. Und wir haben einen Verwaltungschef und so weiter und so weiter. Und es ist jetzt eben so, dass gewisse mächtige Vasallen, die man hat, die wollen dann eben auch gern einen Job hier haben. Beispielsweise der König Elfmer, der ihm halt Irland gehört und noch einiges mehr, wenn wir uns das hier so anschauen. Also... Ja, also was der hier alles hat, das sind Teile von Schottland, dann mitten in England, hier sogar in
An der niederländischen Küste hat er was. Und ich habe das vorhin gesehen. Das dachte ich, was ist das denn? Der hat sogar ein Land hier bei Moskau. Ja, in Russland. Da hat er was. Ist das Russland hier? Also, wie hat er das geschafft? Wie hat er das geschafft, dass Irland jetzt plötzlich hier mitten im Osten ist? Ich habe nicht drauf geachtet, aber er hat es hingekriegt. Also auf den Jungen, was heißt Jungen, der guckt euch mal dieses Monster hier an. Das ist ein Riese. Das ist eine genetische Eigenschaft, die kann vererbt werden. Auf den muss ich echt aufpassen. Ich meine, im Moment verstehen wir uns richtig gut und so weiter, ja, weil ich habe ihm hier, das können wir mal kurz festhalten, ich habe ihm hier einen Vasallen verliehen, fand er gut, oder ich habe ihn mit Gold zugeschüttet und er mochte meinen Vorgänger. Aber alles in allem, der Mann. Er kann eines Tages noch ein Problem werden und da muss ich dann vielleicht andere Mittel ergreifen. Aber schauen wir uns den Titel jetzt erstmal nach und nach an. Jeder Charakter im Spiel hat fünf dieser Eigenschaften. Also Bildung, früher hieß das Intrige, jetzt ist das Ränkespiel hier auf Deutsch, Verwaltung, Kriegsführung und Diplomatie. Und das definiert jetzt eben einen Charakter. Je besser seine Werte sind, desto besser eigentlich alles. Und dann gibt es eben noch andere Ressourcen wie Gold, von denen habe ich im Moment hier genug, und Prestige, was letztendlich sowas ist wie die Achtung. Ja, also ein Kaiser beispielsweise gewinnt relativ schnell Prestige, während ein Graf damit so seine Probleme hat. Und Frömmigkeit, was jetzt hier schon so ein bisschen auf die Kirche abzielt. Aber Crusader Kings ist jetzt tatsächlich ein Spiel, was das Thema Glaube sehr, ich sag mal, gut angeht. Also viel besser als die Vorgänger, wenn wir uns das eben anschauen und mal eben gucken, ohne uns hier zu verlieren, dann ist ja ein guter Teil von Europa hier katholisch, so wie es sich gehört. Ja, so frisch alles bekehrt worden. Und man kann jetzt, wenn man keine Lust mehr hat auf den Standardkatholizismus, dann kann man sich zum Beispiel seinen eigenen christlichen Glauben machen. Und dann kann man sagen, Leute, wisst ihr was? Also das Thema Inzest. Darüber müssen wir noch mal reden. Ja, also das können wir hier vielleicht mal anders auslegen. Oder Perversion oder Ehebruch, Verwandtenmord. Also, ne, also jeder kann jeden einfach killen, so wie er Lust hat. Das kann man hier alles einstellen. Und dann kann man diese diese Religion gründen und nach denen leben. Und das ist jetzt Besonderes, dass man eben, wenn man Ahnung hatte so langsam vom Spiel, dass man sich eine Religion erschaffen kann, die dem eigenen Spielstil entgegenkommt. Ich bin beispielsweise jemand, der sehr auf Geld und Verwaltung und sowas eingeht, und dann könnte ich mir da was zusammenbasteln, was dem da entgegenkommt. Nur mit diesem Kaiser Petre Emundrusson wird es nicht gehen, weil der ist dermaßen auf Kampf gedrillt, dass der wahrscheinlich nicht genug Frömmigkeit zusammenkratzen kann in seinem Leben. Das wird er für andere Sachen brauchen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt dazugekommen. Und der letzte Reiter hier, Dynastie, ist. Ich bin jetzt nicht mehr so sicher, wie das im Vorgänger war, aber jetzt ist das so, dass man jetzt seine eigene Dynastie wesentlich besser kontrollieren kann, also was sie auch auszeichnet. Und da habe ich jetzt, was wahrscheinlich die meisten machen, zuerst erstmal auf die Genetik gesetzt, dass die guten Eigenschaften, die man da draußen so zusammenheiraten kann und ausbrüten kann, dass die sich hier so verbessern. Und wenn wir uns jetzt hier mal uns anschauen, dann sind wir ja intelligent. Das ist jetzt so eine genetische Eigenschaft. Also in den früheren Teilen war es ganz selten, dass man über jemanden drüber gestolpert ist, der da was von hatte. Aber meine Frau beispielsweise ist auch intelligent. Und jetzt schaut euch mal meine Kiddies an, die ich jetzt hab. Mein Prinz Zenfus, das ist ein Genie. Genau wie sein Bruder. Ja, der ist auch ein Genie. Also genau wie die Schwester. Das ist also eine gute Genetik, die wir hier weitergegeben haben. Und so kann man sich eben so mehr oder weniger, wenn wir jetzt hier beispielsweise einen Mann suchen für unsere Tochter, dann können wir hier nach vererblichen Eigenschaften suchen. Und dann können wir eben, das ist wie auf einem Viehmarkt ist das. Da können wir uns hier unseren Traumpartner einfach zusammensuchen und den heiraten. Beispielsweise hier diesen 51-Jährigen, der dann meine dreijährige Tochter heiratet. Kein Thema, Leute. Ne? Hauptsache, sie ist fruchtbar. Dann kann sie dann irgendwie in 15 Jahren oder so eben Kinder auf die Welt bringen und vielleicht sind die dann extrem stark und oder extrem gesund und intelligent. Also das ist dann eben so eine Kombi, mit der sich auch andere schon hier ihre Superdynastie aus Übermenschen gezüchtet haben. Das geht. Das geht jetzt wesentlich besser als in Vorgängern. Und es macht mir Spaß. Es ist so ein langfristiges Ziel, was man hat, dass man so seine eigenen Kinder
besser machen kann. Und, also sie haben es so übertrieben. Also da war einer, der hatte eine Dynastie aus mehreren tausend Leuten und die Hälfte davon waren Genies. Und ja, also das ist, das vielleicht müssen sie da nochmal nachpatchen, aber ich glaube, das machen sie nicht mehr. Aber kommen wir zurück zum Spiel. Letztendlich geht es darum, dass man diese Dynastie irgendwie am Leben hält. Ja, die besteht bei mir inzwischen aus fast 300 Menschen und also die würden jetzt quasi mehr oder weniger alles machen, was ich sage. Also hier irgendwen heiraten oder irgendwelche Sachen machen. Und je größer die Dynastie eben ist, desto besser langfristig für uns. Also nicht nur im eigenen Reich, sondern überhaupt. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht primär darum, dass man ein anderes Land erobert, aber es geht natürlich auch so. Aber hier fängt jetzt der Titel an, kompliziert zu werden. Wir machen das mal am Beispiel fest von, was nehmen wir denn hier mal? Ja, hier einfach mal Amiens. Oder wie das heißt. Das gehört jetzt der guten Gräfin Anne. Ja, Anne ist ein nettes Mädchen. 9 Jahre alt. Ja, sie ist bescheiden und ein bisschen herrisch, aber ansonsten ganz nett. Und ihr gehört ihm diese ganze Grafschaft. Und wenn ich das jetzt haben will, dann muss ich vor allem erstmal mit ihrem Lehnsherrn drüber reden und sagen, Junge, du, wie sieht's denn aus? Das wird wahrscheinlich schwierig bei dem Mann, der ist ziemlich wahnsinnig und hat schon gemordet, aber das haben eigentlich die meisten. Und kann ich das Land vielleicht haben? Da wird er sagen, nee. Also muss ich mir überlegen, dass ich hier irgendwie so einen Anspruch fingiere. Und das kennen jetzt die Spieler schon, die Vorteile, die vorherigen Teile schon kennen. Das hat früher der Ratskanzler gemacht. Das macht jetzt der Priester. Und dann kann ich jetzt einfach sagen, fingiere mir einen Anspruch auf dieses Land. In circa anderthalb Jahren habe ich den dann und dann kann ich deswegen Krieg führen. Dann kann ich dem König von, was ist das hier, Lothringen sagen, Junge, das Land da, das gehört mir und jetzt kämpfen wir drum. Würde sich das lohnen? Mal gucken. Er hat 3.300 Mann, ich habe ungefähr das Vierfache, aber er hat Verbündete. Die haben auch so einiges an Leute hier und das müsste ich mir dann überlegen, ob sich das lohnt und naja, ich weiß nicht, ob ich ihn hier zum Feind haben will. Also er hat schon so ein paar Leute aus dem Verkehr gezogen. Wenn man mal so guckt. Er hat sich da gut durchgemordet. Aber das ist so letztendlich der Weg. Und es gibt noch einen anderen Weg, wenn uns das hier zu direkt und zu gewalttätig ist, obwohl das genau jetzt meinem Charakter entgegenkommen würde. Ich könnte sie hier heiraten. Das müssen wir mal schauen, ob das geht. Dann wählen wir sie hier aus. Und die Anne ist hier überhaupt hier jetzt aufgelistet. Sie ist jetzt hier irgendwie nicht aufgelistet, ja. Na gut. Aber wir könnten, das wäre jetzt so die Theorie, sie hat ja noch sie ist ja noch nicht verheiratet oder verlobt. Also wir würden uns jetzt mit ihr so anbandeln und dann würden wir sie heiraten und dann würden die Kinder Teil unserer Dynastie werden und damit würden sie unsere Vasallen werden. Und dadurch würden wir das Land bekommen, wenn das denn so geht mit Lothringen. Also wenn lothringisches Recht denn erlaubt, dass man einfach so erben kann und das dann aus dem Reich rauslösen kann. An dieser Stelle wird es schon so langsam kompliziert, wie ihr vielleicht merkt. Aber ein anderer Weg wäre vielleicht, dass wir ihre Schwester, die Blanche Regina, dass wir die vielleicht verheiraten. Und da könnten wir zum Beispiel, sagen wir mal, hier unseren Neffen nehmen und eine patrilineare Heirat machen. Patrilinear heißt, dass die Kinder zum Mann gehören, also zu meinem Neffen. Und das wird sie gerade so ablehnen. Also eigentlich, sie würde eine Menge Prestige bekommen, weil meine Dynastie ist sehr prestigeträchtig inzwischen. Aber weil die Heirat eben patrilinear ist und die Kinder nicht zu ihr gehören, müsste ich sie halt noch so ein bisschen bearbeiten und dann würde das vielleicht funktionieren. Aber das wäre so der Weg. Und dann die Kinder von den beiden in 20 Jahren oder so würden dann erben. Dann müsste ich sie töten. Und dann müsste ich noch außerdem sie töten, die ihr im Moment das Land gehört. Und sie dürfte bis dahin keine Kinder bekommen. Die müsste ich dann auch noch töten. Also hätte hier mein Ratsspitzel, der dafür verantwortlich ist, dass die Leute gekillt werden da draußen, der hat ja einiges zu tun, bis das alles passiert. Und das alles nur wegen dem bisschen Land hier. Ich weiß nicht, Frankreich ist ganz nett, aber ich glaube, das lohnt nicht den ganzen Aufwand. Da gibt es andere Wege, dass man so Krieg führt. Beispielsweise ist das hier alles aufgelistet. Hier können wir Krieg führen, religiös gesehen, um wahrscheinlich das hier. Ja, wir können hier
Krieg führen gegen diesen Mann hier, König Malfrida Trivonovna von Wladimir, und dann können wir Slowakinanisch, Russisch, also das ist sein Glaube, sehe ich gerade. Aber wir können das Königreich von Wladimir annehmen, das, wo auch immer das gerade ist. Also das ist hier halt irgendwo im Osten. Und das ist deswegen nur interessant, weil ich halt quasi sein Nachbar bin, weil dieses Stück Land da mir gehört. Aber das interessiert mich hier gar nicht. Ich habe letztens erst eine Schlacht hier geführt und die extra verloren, weil ich überhaupt keine Zeit habe, mich hier irgendwo um den Osten im Moment zu kümmern. Aber wir könnten einen religiösen Krieg gegen ihn führen. Ja, und dann würde uns das ein bisschen Frömmigkeit kosten und theoretisch könnten wir diesen Krieg auch gewinnen und so weiter und so weiter. Also das, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, wie man an der Macht bleibt oder sie erweitert, und das macht eben das Spiel aus. Das ist das Interessante dabei. Was ist jetzt neu? Vor allem ist neu kleinere Sachen. Also hier einerseits, dass die Grafiken besser sind und dass das alles so ein bisschen lebhafter wirkt, nicht so wie vorher. Das war ja mehr so alles bildhaft. Aber hier diese, wie soll ich sagen, diese Tooltips finde ich sehr, sehr sinnvoll gemacht. Also beispielsweise weiß ich im Moment nicht, was ist eigentlich Volksmeinung? Dann gehe ich mit dem Cursor darüber und dann denke ich mir, aha. Und dann wird der hier, wird dieses Fenster festgehalten und denke ich, was ist jetzt eigentlich eine Volksfraktion? Und dann wird das erklärt und was war nochmal eine Grafschaft und was war nochmal ein Herzogtum? Und ein Königreich und ein Großreich und so weiter. Also ihr versteht schon, das haben sie wirklich gut gemacht. Und so kann man, wenn man irgendeinen Teil des Spiels nicht versteht, in der Regel sofort rausfinden, wie hier etwas funktioniert. Und auch dieses neue Vorschlagssystem oder Nachrichtensystem ist besser geworden. Das heißt, man wird jetzt mehr darauf hingewiesen, was man alles machen kann, wo man Krieg führen kann oder wo irgendwelche Probleme lauern könnten oder wen ich einkerkern kann. Ich kann beispielsweise hier meine Schwester einkerkern, weil sie ja, ungläubig ist, das reicht schon, ne? Sie glaubt einfach nicht an Jesus Christus und dann kann sie dafür in den Kerker, ich könnte sie sogar hinrichten lassen und würde mir nichts bringen, aber ja, sind alles Möglichkeiten, die dieses Fenster hier einem so zeigt. Und ja, das Spiel ist an sich gesehen überall runder geworden, also man hat jetzt mehr Hilfen und man kriegt jetzt so mehr mit, man versteht jetzt beispielsweise mehr, wie das Intrigensystem funktioniert. Hier versuche ich nämlich gerade meine Frau zu beeinflussen. Ja, die ist im Moment recht wütend auf mich. Also minus 29 sieht man hier. Und ich weiß gar nicht, wieso. Sie hat die ganze Zeit immer geredet. Ich habe mich zugehört. Also keine Ahnung. Aber ich beeinflusse sie gerade mit einer Wahrscheinlichkeit von 66%, dass sich dadurch unsere Beziehung verbessert. Und vielleicht bekommen wir dann noch ein paar Kinder mehr. Wobei sie ist 36. Das wird schon so langsam schwierig da. Und es ist einfach an allen Ecken, würde ich sagen, zugänglicher geworden. Auch die Kriegsführung, die ich jetzt so mal kurz, also ich kann es nicht jetzt demonstrieren, aber es ist jetzt einfach so, dass unterschieden wird zwischen Aufgeboten, so heißt das hier zumindest auf Deutsch, ich fand den Begriff jetzt nicht so treffend, aber und Kriegsvolk. Das ist jetzt hier die Berufsarmee und das sind jetzt quasi hier Bauern mit Speeren. Ja, das ist es alles. Und das ist jetzt verglichen mit anderen Titeln von Paradox Interactive geradezu einfach. Also das ist der Angriffswert, das ist der Verteidigungs- oder Zähigkeitswert. Hier kann man noch Verfolgung sehen. Es ist alles relativ einfach nachvollziehbar. Dann haben wir noch so ein paar Modifikatoren fürs Gelände oder Bogenschützen sind besonders gut gegen Plänkler und solche Sachen. Also es gibt hier verschiedene Sachen, was das Militär angeht, aber ich muss schon sagen, das ist sehr gut gemacht worden. Es ist übersichtlich geworden. Man sieht hier gleich, was ist. Also religiöse Kämpfer, Söldner, die man anheuern kann. Es ist verglichen mit den Vorgängern einfach übersichtlicher geworden. Und es macht auch deswegen irgendwo mehr Spaß, das Spiel überhaupt mal anzugehen, ohne dass man viel Ahnung hat. Das heißt, wer das alles hier noch nicht kennt, ich kann das nur mal empfehlen, dass man das so ausprobiert. Man muss ja nicht gleich so ein riesiges Reich hier steuern wollen, wo man die Vasallen gegeneinander ausspielt und solche Sachen, sondern man kann irgendwo an der Ecke anfangen. Also, wer mich schon kennt, ich fange ja hier gerne in Schottland immer an. Und so habe ich auch angefangen, die Orkney-Inseln erobert, dann Island und so weiter. Und man kann halt eben klein anfangen und sich dann hier so hocharbeiten. Und ja, jetzt sehe ich hier gerade, dass ich, dass einer meiner Grafen einen Anspruch auf eines meiner Länder hat, einen fingierten Anspruch, nee, auf sogar auf ein Herzogtum, auf die Normandie.
Und ja, das hat jetzt unsere Beziehung uns zueinander verschlechtert. Das ist nicht so toll. Weil das jetzt wahrscheinlicher ist, dass er sich einer Fraktion anschließt und mich stürzen will. Da müssen wir dann halt so ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt überhaupt die nächsten Jahre nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, ich könnte da jetzt was machen, aber im Moment ist eigentlich alles tutti. Langfristig verfolge ich im Moment mit diesem Spiel hier so das Ziel, dass ich hier London verbessere. Also das ist im Moment so mein Sitz hier, Mittelsachsen, mit dem Dorf oder mit der Burg Lunden, der Vorgänger von London. Und hier sieht man den Entwicklungsfaktor. Das kann man hier nochmal so ein bisschen besser sehen. Dass jede Region so eine gewisse Entwicklung hat. Gelb ist besser und hier beispielsweise Rom oder Konstantinopel, das sind so Faktoren, daran orientiere ich mich gerade. Die machen das einfach so, die pushen so ihre eigene Stadt und die Entwicklung der Nachbarn wird dadurch auch mitgezogen. Und langfristig ist das eben sehr gut, weil dadurch Steuern verbessert werden oder die Bevölkerung bekommt Boni und so weiter. Man kann mehr Soldaten ausheben, noch mehr Krieg führen. Ja, so war das früher halt. Aber ja, das Spiel bleibt kompliziert. Es bleibt, es sind auch ein paar Besonderheiten drin. Also beispielsweise hier, diese Region hier, da ist ja der Hadrianswall, der ist hier als Sondergebäude drin. Der reduziert eben die Baukosten für diese Region. Das ist alles, weil man eben seine Steine benutzen kann. Oder hier kann ich irgendwann in einigen Jahren den Tower von London bauen, der mir eben einen Schreckenszuwachs von 30% beschert, neben anderer Kleinigkeiten. Und das sind eben solche Nettigkeiten. Da gibt es eben überall so verstreut Besonderheiten und dann kann man die erobern und so weiter und so weiter. Aber letztendlich ist dieser Gebäudebaufaktor nicht so super wichtig. Also letztendlich habe ich hier das meiste schon irgendwo gebaut. Und dann gibt es noch sowas wie Forschung, die vor allem von der Bildung abhängt. Aber das ist genau wie im Vorgänger so auch nichts wichtig. Also sie haben das relativ einfach gehalten, dass man hier gewisse Sachen freischalten kann. Und das dauert eben so seine Zeit. Ich mache jetzt beispielsweise Gemeinderegierung, was in etwa 28 Jahren entdeckt wird und das, also ob der dann noch lebt, ist noch ein ganz anderes Thema dann und das wird dann wahrscheinlich sein Vorgänger dann miterleben. Aber ja, das ist letztendlich das Spiel. Glaube kann man jetzt verändern, man hat jetzt mehr Kontrolle über Forschung, man hat jetzt mehr Kontrolle darüber, wie die Charaktere sich überhaupt entwickeln, was man anhand dieser, wie heißen sie jetzt, Lebenswandelpunkte sieht auf Deutsch. Das gab es auch schon beim zweiten Teil, aber erst im DLC. Und hier ist das jetzt etwa so, dass ich mich auf Kriegsführung spezialisiert habe, was ich nicht besonders sinnvoll finde, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mehr so der Typ, der hier gerne Verwaltung macht. Bildung würde ich mal gerne ausprobieren. Aber ja, das ist so der Punkt. Und dann kann man sich hier eben drauf spezialisieren. Und dann kann ich beispielsweise in circa 10 Monaten die absolute Kontrolle freischalten, dass ich dann die Grafschaften absolut kontrollieren kann. Was ist das jetzt? Habe ich keine Ahnung. Gucke ich also nach. Also das Fenster wird fixiert und dann kann ich gibt zusätzliche Boni bei Steuern und Aufgebote. Okay, wie viel wissen wir jetzt nicht, aber vielleicht ist das ja ganz sinnvoll. Und dann kann man eben noch ein Achievement freischalten und so weiter. Ja, also man kann jetzt nicht so zwischen diesen einzelnen Punkten hin und her springen. Man kann das machen. Ich glaube nicht, dass das äußerst sinnvoll ist. Und man kann letztendlich auch nur einen Charakter steuern und die anderen Charaktere hier so mehr indirekt und mit denen mehr oder weniger wenig interagieren. Aber das ist eben auch so der Sinn der Sache, dass man eben guckt. Ich beispielsweise muss aufpassen an meiner Familie. Er ist ja hier der Haupterbe, mein Prinz Xenfus Pentrisson, 14 Jahre jung, dass sein Bruder, der wesentlich weniger erben würde, dass der ihn nicht irgendwann einfach abschlachtet. Aber er ist bis jetzt ein treuherziger junger Mann, 10 Jahre alt. Er weiß doch gar nicht, was da draußen für ein mörderisches Komplott abgeht. Und dann muss ich mal gucken. Und ich hoffe mal, von der Schwester geht auch nichts aus, sodass das alles eine möglichst reibungslose Weitergabe des Erbes wird. Mal sehen, keine Ahnung. Muss man dann schauen? Muss man das Spiel überhaupt für spielen? So wie jetzt. Aber das kann ja jeder von euch selber sehen. Also von mir aus gibt es eine deutliche Empfehlung für das Spiel. Wenn ich es irgendwo bewerten müsste, zwischen 8 oder 9 von 10 Punkten. Paradox Interactive hat definitiv die Stärken verbessert, so wie diese Genetik oder diese Vererbung und die Schwächen mit der Einstiegsfreundlichkeit auch verbessert.
So echte Kritik habe ich nicht, so echte Abstürze habe ich nicht, außer dass manchmal die Grammatik hier in der deutschen Übersetzung so ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Aber ich sag mal so, ich habe Civilization gespielt. Ich bin das gewohnt. Und ansonsten macht das Spiel Spaß. Man muss es aber auch wollen, dieses, ich sag mal, voll ins Micromanagement reinsteigen, mit beiden Händen rein und dann gib ihm. Man muss das wollen. Und man muss dann aber auch vielleicht der Typ sein, der dann hinnimmt, dass er mal eine Schlacht verliert oder dass das Königreich entzwei geht. Ich meine, klar, man kann speichern und laden, aber ich glaube, das Spiel macht mehr Spaß, wenn man es im Iron-Man-Modus spielt. Kann man sich natürlich überlegen, ob man das machen will. Ich bin nicht so der Freund davon, aber ja gut. So, jetzt sehen wir hier gerade, hier gibt es tatsächlich einen Aufstand. Das kann man eben uns nochmal angucken. Wer ist das denn? Das ist der Delin Gottschalk von Bauernaufstand. Bist du das hier, Graf Gunmar? Nee. Was ist das? Ist das einfach nur so ein kleiner Aufstand? Echt? Das ist nix, ist das? Ich dachte, jetzt kommt was Großes, aber schauen wir uns das eben an. Das ist hier alles. Das ist in Brügge. Das frisch eroberte Land. Da sind die Bauern unzufrieden. Na, also sowas. Dann können wir uns tatsächlich hier noch einen kurzen Krieg reinziehen. Das ist jetzt ein bisschen fummelig, aber wir setzen jetzt hier einen Marker, dass hier Truppen ausgehoben werden. Die anderen Marker brauche ich eigentlich nicht mehr so wirklich. Aber wir heben jetzt hier alle Truppen aus. Über 10.000. Und werden den Bauern mal zeigen, Achtung Wortwitz, wo die Hake hängt. Jetzt werden die Truppen gesammelt, das dauert einen guten Monat. Ich lasse die mal dahin laufen. Ich denke, 4.000 Mann sollten reichen. Ja, das ja, ich denke mal, so eine achtfache Übermacht ist okay. Der Rest bleibt einfach hier und hält die Stellung. Und schon haben wir was Neues. Was ist das denn jetzt hier? Aha. Irgend so ein Affärending. Naja, gut. Mein Vasall hat da offenbar was mit meiner Schwester am Laufen. Oder hat sie beleidigt. Egal, ich will jetzt Krieg führen. Ich bin Kriegsführungscharakter. Und hier sieht man jetzt auch schon eine Übersicht. Das ist auch ganz nett. Also, es ist wahrscheinlich, dass ich einen entscheidenden Sieg erringen will. Mal gucken, wie schnell er geht. Gucken wir uns das mal eben an. Ja. Ich habe einen Angriffsvorteil von 8. Mein Schaden steigt um 16%. Hier sieht man auch warum. Wir kämpfen hier auf offener Ackerfläche. Die erhöht so die Schlachtbreite, was gut ist, weil ich habe viel mehr Truppen und kann die dann auch gleichzeitig einsetzen. Und meine Wigmannen hier. Wigmannenart Bogenschützen. Okay. Naja, jedenfalls, meine Bogenschützen machen hier gerade die Leute platt. Ist erledigt. Das ist so schnell geschehen, dass sie nicht mal mehr flüchten konnten. Und somit hat sich diese Schlacht von Brügge hier erledigt. Jetzt habe ich den Anführer eingesperrt. Ja. Der Gottschalk. Bauernaufstand ist erledigt. Und jetzt kann ich meine Truppen, das ist das Allerwichtigste, erstmal wieder auflösen, damit ich wieder Geld einnehme. Das Geld ist hier nicht unwichtig. Und das ist jetzt, das muss ich mal gucken, ob ich in die Richtung will. Jetzt geht das richtig ans Foltern los. Gottschalk, du hast einen Fehler gemacht. 26 Jahre jung, er ist schon verwundet durch die Schlacht. Das ist eigentlich, sieht eigentlich nach einem brauchbaren Kriegsführungstypen aus, ne? Den ich vielleicht einsetzen könnte. Also Kriegsführungswert von 21, ziemlich gut. Ich meine, er hat ein schlechtes Kampfgeschick, weil er verwundet ist. Aber mal gucken. Ich könnte natürlich, also er hat kein Geld, ich könnte ihn gegen ein schwaches Druckmittel freilassen. Dann könnte ich ihn irgendwann mal erpressen. Aber was bringt mir das? Der wird ja wahrscheinlich nie wieder auf der politischen Ebene erscheinen. Ich könnte ihn einfach freilassen und 10 Schrecken verlieren. Schrecken will ich nicht verlieren. Ich will ein schrecklicher Anführer sein. Und ich könnte ihn rekrutieren. Das findet er dann nicht so toll, aber immerhin würde er trotzdem zusagen. Und dann hätte ich ihn auf meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ich jemanden auf meiner Seite haben will, der richtig wütend ist auf mich und der sich gegen den Adel aufgelehnt hat. Aber vielleicht ist es auch vielleicht sinnvoller, dass ich ihn hinrichte, was mich 100 Frömmigkeit kostet, weil er ist Katholik. Das lohnt sich auch nicht. Also, was war da noch? Was war da noch? Kann man das wirklich jetzt? Können wir ihn foltern? Foltern würde wieder 100 kosten. Also mit der Frömmigkeit muss ich gucken. Die brauche ich noch für andere Sachen. Aber ich könnte ihn foltern und ich würde dadurch auch noch Meinung verlieren bei meinem Priester. Der findet das pietätlos. Oh, okay. Aber ich hatte mal einen Charakter hier in meiner Blutlinie. Das war ein richtiges Monster hier. Der, wo ist er denn da? Der Herzog
Alfgemir, der war richtig gefürchtet. Der hat so richtig, also der hat Intrigen gesponnen ohne Ende. Der hat gefoltert, bis der Kerker gewackelt hat. Ja, ich denke, ich behalte ihn einfach mal im Kerker für ein paar Jahre und gucken wir mal, was dann aus ihm wird. Aber das ist das Spiel. So geht das und so kann man dann hier fortgehen. Also, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie immer. Ne? Wenn es euch nicht gefallen hat, votet es in die Hölle und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt bitte gesund. Die Pandemie ist ja bald vorbei und wir hören uns, Leute. Macht's gut. Ciao.